Hallöchen und herzlich willkommen aus dem Schiffswrack zurück. Ja, Freunde, ich hab's geschafft. Ich bin nochmal rausgekommen. Da sind wir nochmal sehr leicht davon gekommen und unsere Uhr piepst wieder. Wie schaut denn der Typ aus? Ich habe ganz vergessen, dass wir krank waren. Und wir brauchen dringend Medizin. Die nächste Insel wäre wohl die, die wir dann ansteuern würden. Und ihr seht, ich habe den ganzen Loot am Start. Wir brauchen nur noch ein Teil, um den Motor herzustellen. Dann können wir mit unserem Bötchen hier, mit unserer Arche Noah der neuen Generation, ja, können wir einfach schneller übers Meer driven und die Haie können uns dann erst recht nicht bekommen. Ja, was machen wir denn so lange noch mit unserem Volley? Wir haben ja nicht mal einen Partner, damit wir schön Volleyball spielen können hier so. Whee! Oh nein. Gibt's hier eigentlich noch was anderes außer dieses ganz große Schiffswrack? Oder wie sehe ich das jetzt hier? Ist da ein Stick im Wasser? Warum ist da ein Stick im Wasser? Oh, es ist gar kein Stick. Hups. Ja, unsere Lebens- und auch unsere Trinkanzeige. Prost, sage ich da einfach mal dazu. Sieht nicht ganz so gut aus. Wir müssen uns ein bisschen auffrischen, damit wir überleben. Erstmal hier so. Alles dazulegen. So, so noch ein paar Stickies. Ah ja, hier. Ist der fertig? Also, wenn wir drauf gehen, dann wisst ihr ja, warum. Oh, warum? So. Das war gut. Das war alles sehr gut. Juhu! Dann füllen wir noch mal kurz auf. Und die Anzeige füllt sich und es geht weiter. Dann hauen wir hier noch mal kurz Wasser drauf und was können wir uns denn machen? Ah, noch so ein Crude Knife, das wäre ganz gut. So. Dann können wir nämlich noch kurz eine Kokosnuss verzehren. 1, 2, 3. So, schnell trinken. Ach nee, die mussten wir ja erst entfernen und dann ist unser Campfire kaputt. Ja, das ist ja super. So, jetzt können wir sie trinken. Das wissen wir ja. So, schön wieder wegdroppen und noch einmal draufhauen. Noch ein paar Male draufhauen, damit wir auch noch was zu schnabulieren haben. So. Der Lachs ist gegessen, auch wenn es die Kokosnuss war, ist mir egal. Und hier haben wir noch eine Potato-Pflanze. Kann man die eigentlich braten? Das weiß ich gar nicht. Na egal. Die verzehre ich auch noch mal kurz. Und dann, ja, geht es uns eigentlich megamäßig gut. Und ja, wir können eigentlich zur nächsten Insel, wenn mir alles so gut scheint, wie es auch so aussieht hier mit unserem schönen Loot. So, so. Tschüss. Und tschüss. Volley können wir leider nicht mitnehmen. Außer wir können es mal probieren. Ich weiß gar nicht, ob das nur so ein Easter Egg sein soll oder ob wir auch damit was anstehen können, irgendwas craften oder so. Denke ich ja nicht. Ich glaube eher, dass es nur ein Easter Egg ist. Aber man weiß ja nie, ne? So, ein Paddel brauchen wir ja noch. Ja, wenn wir jetzt einen Eimer finden, dann ist gut, ne? Wenn wir jetzt einen Schiffswrack finden, ja, dann könnte es uns ein wenig besser gehen. Aber wir haben hier sonst wirklich nichts, ne? Wir haben nur dieses eine ganz große Schiffswrack. Nee. Da würde ich mal sagen, fahren wir dahinter. Oder fahren wir. Wir sind von der gekommen. Nee, wir fahren lieber dahin. Wir fahren dahin. Das ist die sichere Entscheidung. So, Paddel in die Hand. Und dann geht's auch schon los. Ich weiß gar nicht, ob ich das Paddeln hier mal rausschneiden soll oder mit drin lassen soll. Das müsst ihr mal entscheiden. Ja, die Community. Und schreibt es mir einfach mal in die Kommentare. Währenddessen paddle ich einfach in meinem Schlauchboot und komischerweise kommen wir voran. Jo, unsere Uhr sagt wieder, es ist Zeit zu paddeln. Das ist mein täglicher Sport hier, mein tägliches Brot sozusagen. Wow, Alter. Wie schnell ist es gerade dunkel geworden? Habt ihr das gesehen? Einfach aufgeploppt, so.
war es dunkel. Und ja, Freunde, wenn die Folge rauskommt, werde ich wahrscheinlich schon Lucius 2 draußen haben. Ein neues Horror-Game. Und leider steht dieses Game, so wie auch Dying Light indiziert worden ist, auf der Liste für keine USK-Freigabe. Also das heißt, dass die, dass dieses Spiel in unserem Land, also Deutschland, nicht verfügbar sein wird. Sobald wir es wissen, es ist noch alles offen, dass wir dieses Spiel so lange spielen können. Und ich weiß nicht, ob das überhaupt indiziert wird oder auch nicht, ne? Mehr weitere Infos bekommt ihr dann morgen bei dem LP. Das kommt nämlich raus, wenn ich die Folge jetzt morgen raushaut. Heute ist ja Freitag, ne? Heute kommt ja erstmal die 8. Folge. Also für mich ist es heute Freitag, für euch ist es schon Samstag dann. Da kommt ja die... Und ja, wir kommen der Insel auch sehr schön näher und ich freue mich wirklich, weil das ist mein allererstes Horrorprojekt. Wobei man das gar nicht so als Horror sehen kann. Man kann es natürlich bezeichnen als Horror für die, die dafür leiden müssen. Ja, das ist blanker Horror auf jeden Fall. Stimme ich zu. Und ja, wenn euch das, oder besser gesagt, wenn euch das Let's Play gefallen sollte, könnt ihr ja da auch mal einschalten. Das kommt... Ich versuche es jeden Tag um 20 Uhr rauszuhauen. Also Lucius 2 ist immer noch davon die Rede. Und ja, wir sind jetzt gleich an der Insel und erkunden die ein bisschen. Die Umrisse schauen ja schon mal nicht schlecht aus. Sie schauen noch nicht gut aus, aber sie schauen nicht schlecht aus schon mal für eine Alpha. Für eine frühe Alpha sogar. Huch, jetzt habe ich Paddeln aufgehört. Warum? Das darf nicht sein. Wir müssen weiter paddeln. So, hier sehen wir schon wieder ein tolles Schiffswrack, was wir aber natürlich erst wahrscheinlichst am nächsten Tag erkunden werden. Ist da hinten auch was? Nein. Ist hier noch irgendwas? Außer da hinten der Horizont wieder von Inseln. Und die Steine. Ich würde sagen, wir bauen uns hier erstmal. So. Hier ist erstmal unsere Lagerstätte. Von dem ganzen Zeug hier. Halt, die brauchen wir noch. Können wir eigentlich. Ja. Können wir eigentlich, wenn wir das so machen, können wir mit unseren eigenen Händen eigentlich was fällen? Nein. Wäre jetzt auch zu schön gewesen. Aber wir können uns erstmal ein schönes Crude Knife basteln. So, dafür sammle ich jetzt erstmal. Kann man. Mit denen kann man zuhauen, oder? Weil die so eine Lebensanzeige haben. Nein. Schade. Hätte ich jetzt getippt. Huch. Dass es geht. Kletter ich einfach mal einen Baum hoch. Steak haben wir noch ein paar. Ich rode einfach mal hier die Insel ab. Da ist noch ein Fass. Mit einer Toolbox? Nein. Schade. Und ein Hai ist ja auch schon nicht mehr aufgekreuzt. Das ist schon mal ein sehr, sehr schöner Vorteil. So, hier haben wir ganz schön viele Steine und Steaks. Das ist sehr gut. Oh, hier haben wir sogar ein Seesternchen. Boah, das schaut aber geil aus, so, ne? Hier der Schiffswrack so. Und der Mond. Atmosphäre bleibt spannend. Hoffe ich mal für euch. Für mich bleibt es auf jeden Fall spannend. Noch ein schöner Geysir hier. Aber warum sind Geysire am Strand? Sind die nicht eigentlich immer in der Sahara? Also in der Wüste? Wo es richtig trocken ist, der Boden? Das müsste mal gecheckt werden. So, wir haben jetzt erstmal unsere Sticks und unsere Rocks. Jetzt können wir uns erstmal so ein schönes Crude Knife machen. Erstmal alles auf den Boden fetzen. Natürlich nicht. Jetzt brauchen wir nämlich noch ein Seil. So. Hier, hier. Haben wir hier. Dafür bräuchte ich die Machete jetzt nochmal. Boah, hier liegen echt viele Sticks und Rocks rum. Haben wir hier irgendwo noch Yucca-Sträucher? Das wäre sehr gut. Ja. Ich sehe einen. Halt. So. 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 Dann haben wir auch hier die zwei Lashings noch. Oder Lashings. Ich weiß gar nicht, wie man das ausspricht. Auf jeden Fall sind das Seile. So, so, so. Und.
Was building tool with the bla bla bla. Naja, ne. Oder eine Axt, das geht auch. Die könnten wir auch gut gebrauchen. Auf jeden Fall. Mann, wann wird denn es wieder Tag? Wir müssten uns mal wieder ein Bett craften. Ich hoffe mal, dass wir uns so bald wie es geht wieder ein Firepit bauen können. Falls wir in dem Schiffswrack da mal einen Eimer finden, ne? Oder vielleicht sogar eine Überraschung, so wie einen Hai da hinten. Ja, die will ich noch nicht essen eigentlich. Erstmal ein Campfire, so. Kann man hier noch was machen? Nein. So. Ja, so. Das hau ich mal alles hier dazu. So, jetzt brauchen wir noch ein paar Sticks, glaube ich, ja. Boah, der Hai kommt uns aber gefährlich nah. Pass auf, der kommt ja gleich auf der Insel hoch. Oder auf die Insel. Schwimmt gleich auf die Insel. Oh, hier haben wir noch einen Sticken versteckten. Ne? So, dann hämmern wir. Hier haben wir noch einen Rock gleich. Hier links im Bild, ne? Ich kann es euch ja nicht zeigen. Ist ja ohne Facecam. Ach ja, und ich nehme die mal kurz mit. Lucius 2 wird natürlich auch mit Facecam praktiziert. Und das finde ich einen sehr schönen Ansporn, dass die Neuankömmlinge, die mich halt jetzt noch nicht gesehen haben auf dem alten Kanal Mega Bros, ja, dass sie mich einfach mal sehen, so wie ich halt in der Realität ausschaue. Die lege ich auch mal alle kurz dazu, die Kokosnüsse, damit wir die später verzehren können. Oh, es sind aber ganz schön viele. Die Palme hatte echt guten Loot. An Kokosnüssen jedenfalls. Halt, hier war doch irgendwo noch Rock, genau. Hier so. Und so. La 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 la. So, dass es ein bisschen realistisch ausschaut. Schaut es eigentlich nicht, aber trotzdem. Vom Hauptstamm wieder getrennt. Den schönen Lachsbaum-Ding. Ihr wisst schon, was ich meine. So. Dann, jetzt müssten wir eigentlich uns gleich ein Firepit bauen können, oder? Nee. Was brauchen wir denn noch? Was brauchen wir ein Seil? Brauchen wir zwei Seile? Nee. Ach ja, wir brauchen sechs Steine. Jetzt müsste es funktionieren, oder? Nein. Wie viele haben wir denn da? Eins, zwei, drei, vier. Oh, ein Stein fehlt noch, verdammt. Ein Steinchen. Habe ich dich. So, dann können wir uns jetzt auch ein Firepit herstellen und somit Wasser kochen. Hier, so. So. Die nehme ich mal mit und hau die dahin, falls wir die nochmal brauchen sollten. Feuerzeug in die Hand und können wir die. Nein, können wir offensichtlich nicht. Die können wir nur roh verzehren, die Kartoffeln. Mann. Ich hätte jetzt gerne hier so Bratkartoffeln gemacht, aber nein, das geht ja nicht. Haben wir Hunger? Haben wir Hunger? Ja. Na dann hauen wir uns doch mal eine Kokosnuss rein. Einmal draufhauen. Trinken. Und zerstören. So. Und das geht jetzt noch ein paar Mal so. So. Und so. So, das passt jetzt erstmal. Aber wir brauchen unbedingt noch ein paar Lashings für ein Bettchen. Was haben wir hier? Eine Krabbe. Ist ja ein Träumchen. Und Babykrabben. Stirb, stirb. La 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 la. So, der jährliche Krabbenweitwurf. Oh. Und weg mit dir. Wow, die fliegt aber. Wow. Krass. So.
Haben wir hier noch etwas Besonderes und die Sonne geht auch gleich auf, wie mir scheint. Der Geysir schwebt in der Luft, das ist ja super. Und ein neuer Tag bricht an. Das finde ich gut. Dann safen wir auch sogleich und dann geht es auch schon weiter. Wow. Komm her. Wow. War noch was? Oh, das haben wir doch schon. Halt, da ist noch ein kleiner Spind. Wow. Erste Hilfe? Nein. Schade. Oh, ich hätte jetzt gedacht, das wäre Erste Hilfe. Das wäre ein Träumchen gewesen. Können wir hier noch hoch? Ja, komm schon, komm schon, komm schon. Hoch, hoch, hoch. Ja. Was haben wir hier? Eine weitere Flair. Oh. Tschüss, Krabben. Ihr könnt ja weiterleben im Wasser. Wow. Die Krabben-Family. Haben wir hier sonst noch was? Nein, ne. Schade. Das ist schade. Es war nur so ein kleiner Frachter. Haben wir einen Hai in der Nähe? Nein. Nein, hier haben wir auch keinen. Na doch, hier haben wir ein Loch. Kommen wir da rein? Nein. Schade. Das war wohl nicht so der Burner. Ja, schon kapiert. Und wir müssen uns auch mal ein Floß bauen. Aber ich weiß nicht, ob das so sicher ist wie unser Schlauchboot. Vom Reellen her wäre das, glaube ich, schon sinnvoller. Halt, der muss erstmal gescheit aufgefüllt werden. Der ist noch nicht. Da hinten ist wieder ein Hai. La 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 la, so. Und ja, dann trinken wir doch mal kurz. So, die können wir erstmal hier zu den Wertsachen hinlegen. So wie den hier und das hier. Huch, was habe ich da jetzt gedroppt? Ach so, die Machete war das. Da habe ich noch ein Steinchen gesehen. Und wir haben wieder Hunger. Das ist ja toll. Können wir da noch was trinken? Nein. Ab in die Wellen! Wir stürzen uns ins Meer. Ist voll, ist voll. So. Dann hängen wir die hier wieder ran und. Nein, jetzt regnet es wieder. Scheiße. Weiter sagt man nicht, das tut man nur. Wer kann das noch von seinen Eltern? Oder von seinen Großeltern oder allgemein von der Familie? Wer kennt das? Ich jedenfalls hab's viel zu oft gehört. Zum Glück regnet es nicht, das ist sehr gut. Wir brauchen noch einen Yucca-Strauch. Oh, der ist hier wieder nachgewachsen, auf ganz zufällige Art und Weise. Ganz zufällig. So, dann müssen wir gleich mal diesen Stein noch auseinandernehmen. So und so. Und so. Erledigt. Kruzbier, so. Können wir mit dem noch was machen? Nein, alles klar. Ja, jetzt muss es leider erstmal schön werden, sonst wird das nichts. Wir haben doch gerade gegessen, der hat schon wieder Hunger. Was ist denn mit dem los? Hey, krass. Leider sehe ich halt nichts, weil der Nebel im Weg ist. Oh, was ist das? Es ist einfach nur ein Stein und. Uah! Alter, hat es mich gerade erschreckt. Guckt euch das mal an. Durch die Wellen hat es gerade ganz komisch ausgeschaut. Da hinten ist ein Hai. Ist das denn überhaupt ein Hai? War jetzt Safe Game erstmal nochmal. Bevor den Hai angreifen und jetzt geht's los.
Hey, ist der nicht hier gerade runtergeschwommen? Jo! Der kommt eh uns gleich wieder hinterher. Da was sag ich, Alter, du Kackvieh, komm her. Komm her, komm her, komm her. Zum Glück ist das Wasser jetzt wieder klar, dann sehen wir den besser, wenn er uns angreift. Jetzt sind zwei. Scheiße. Scheiße, 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 scheiße. Geht weg von mir. Shit, the bed, ey. Und wir sind gestorben, das heißt, das Spiel ist abgeschmiert. Und damit verabschiede ich mich mal wieder von der Folge. Die war zum Glück jetzt nicht so kurz. Ich wollte es schon so lahm sagen. Ist ja auch Standard, ne? Aber ich hoffe, du schaltest beim nächsten Mal auch wieder ein, wenn es heißt, sterben, Spiel abschmieren, neu starten, nochmal aufnehmen und dann morgen sehen wir uns bei Lucius 2 und ja, ciao Freunde, bis zum nächsten Mal. Ja, was ist da denn los? Der Alice Edeberg hat ein Endscreen zum ersten Mal und der labert da sogar rein, ohne Musik, mit Musik, man weiß es nicht. Auf jeden Fall, ja, das ist eigentlich meine erste Abmoderation für meine ganzen LPs. Also, ich habe eigentlich noch nie eine gemacht. Aber was war das denn wieder für eine spannende Folge bei Stranded Deep? Richtig geil, dass wir vor allem für unser Boot noch so ein Engine-Teil gefunden haben. Das finde ich ja richtig geil. Und ja, ihr hört ja im Hintergrund die Musik schon spielen. Und ja, ich würde mich natürlich freuen, wie ich schon das immer in den Let's Plays sage, dass du bei der nächsten Folge auch wieder einschalten kannst. Du musst nicht, du kannst einschalten. Und das wäre mir eine Freude, diesen Spielspaß mit dir zu teilen. Also, bis zur nächsten Folge. Ciao!